Ihr findet das ja wahrscheinlich alle völlig normal, mit großen Datenmengen umzugehen. So Typen wie ich, die herkömmliche Journalisten sind, ich bin im Hauptberuf Hörfunkjournalist, die verzweifeln regelmäßig daran. Also wir haben gelernt, damals Leute zu fragen, die sich mit irgendwas auskennen. Jetzt ist Leute fragen, die sich mit großen Datenmengen auskennen, auch nicht unbedingt zielführend für uns ein. Dafür gibt's aber neuerdings einen relativ frischen Beruf. Dieser Beruf nennt sich Datenjournalist. Datenjournalisten sind diese Menschen, die aus aberwitzig großen Datenmengen Zusammenhänge rauspopeln und diese Zusammenhänge dann idealerweise auch noch so visualisieren, dass solche Noobs wie ich das dann auch verstehen und hinterher kompetent drüber reden können oder jedenfalls so aussehen können, als würden sie kompetent drüber reden. Und einer, der so Leute wie uns sehr dabei unterstützt, ist Datenjournalist. Das ist nämlich der Michael Kreil und seinen Vortrag seht ihr jetzt. Viel Spaß. Guten Morgen. Ihr habt gut geschlafen. Ich nicht, weil erstens halte ich jetzt einen Vortrag vor vielen Leuten und zum anderen werde ich mich mit einem Thema beschäftigen, das zu sehr hitzigen Debatten und Shitstorms geführt hat. Und da möchte ich auch nicht im Zentrum sein. Deswegen ist auch meine erste Folie der Disclaimer. Ich würde mich politisch als links einordnen. Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich gegen jegliche Form von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und allgemein gegen jede Form von gruppenbezogener Menschlichkeit und Menschenfeindlichkeit. Und im Rahmen dieses Vortrages bin ich Wissenschaftler und Beobachter einer hitzigen Gesellschaftsdebatte und sehe mich somit der Neutralität verpflichtet. Ich möchte die Debatte beobachten und nicht Teil von ihr sein. Es geht also nicht um meine politische Position, sondern um eine neutrale Analyse von Daten. Und dafür habe ich mal 150 Folien vorbereitet. Ich habe den Übersetzungsengeln schon ein Bier versprochen. Genau, dann lasst uns direkt reinschmeißen. Das erste ist die Methodik. Das möchte ich gerne nochmal vorher erzählen, damit die Leute auch wissen, wie es funktioniert. Und mir ist es auch wichtig, dass es reproduzierbar ist. Es gibt eine Twitter-API, in der man Status-Tweets abfragen kann, User abfragen kann, welche Listen veröffentlicht wurden. Man kann danach suchen, gucken, welche Follower sie haben und so weiter und so fort. Und dann setzt man sich hin und dann baut man sich so ein Interface für die API. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, packt man auch noch einen Cache dazwischen. Das heißt, wenn ich Anfragen an die Twitter-API stelle und eine Anfrage kommt zweimal, dann holt er sie aus der Datenbank und so weiter. Und wenn man sich richtig Mühe gibt und vielleicht auch ein paar Tage oder Wochen investiert, dann skaliert man das in einer Art und Weise, dass man nicht ein Interface hat, sondern ganz viele. Und jedes einzelne davon steht für einen anderen Twitter-Nutzer. Die Idee ist, dass ich nicht als einzelner Nutzer abfrage, sondern ganz viele Nutzer können parallel die Twitter-API abfragen. Und darüber gibt es so eine Art Load Balancer, der guckt, ob sozusagen wie die Last verteilt wird. Ziel der Aktion ist, die Twitter-API ist nämlich limitiert. Ich kann, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wer wie wem folgt, darf ich pro Minute durchschnittlich nur eine Anfrage stellen. Wenn aber ich von ganz vielen Leuten die Autorisierung habe, in deren Namen Anfragen zu stellen, darf ich entsprechend mehr Anfragen stellen. Das ist so eine Art demokratischer Prozess, finde ich da drin, dass die Ressourcen von Twitter aufgeteilt werden, umso mehr Leute mich bei meiner API-Anfrage unterstützen, umso mehr Anfragen darf ich machen und umso mehr Last darf ich verursachen. Finde ich sehr sympathisch. Mein Kollege jetzt hat dann mal ein Interface aufgebaut, wo man einen Token spenden kann. Da klickt man dann halt drauf und dann kriegen wir sozusagen so einen langen Code, der uns dann ermöglicht, zusätzliche Anfragen an die API von Twitter zu stellen. Großes Dank geht hier nochmal an Logbuch Netzpolitik, insbesondere Tim und Linus und natürlich an die fast 700 Spender und Spenderinnen, die uns Tokens zur Verfügung gestellt haben. Das war notwendig, um große Datenmengen aus Twitter rauszuholen. Genau, damit kann ich dann sozusagen... Schon bei mir zu Hause kann ich dann über Kabel Deutschland 10 Requests pro Sekunde absetzen. Mal zum Vergleich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Metadaten aller 330 Millionen Twitter-Accounts abfragen möchte, braucht man etwa 4 Tage dafür. Das ist dann noch machbar. Ohne die Tokens kann es sich um Monate oder sogar um Jahre handeln.
Das mal so ein bisschen erklärt, technisch, wie das im Hintergrund funktioniert. Im Prinzip auch sehr stark auf Twitter fokussiert, die Analysen. Genau, erstes Thema, Fake News. Fake News ist ein komplexes Thema. Ich habe jetzt mal eine Grafik übernommen von der Stiftung für neue Verantwortung. Ich finde, die haben da die besten Kategorisierungen gemacht, was Fake News sind und was Fake News nicht sind. Auf der linken Seite, was nicht Fake News sind, ist schlechte Politik, also Fake News als politischer Kampfbegriff, zum Beispiel Trump gegen die New York Times oder sowas. Aber auch Satire sind keine Fake News, schlechter Journalismus, Clickbaiting oder auch Zeitungsenden sollen eigentlich nicht zu Fake News gezählt werden. Fake News sein oder sind gezielte Desinformationen, falsch verstandene Inhalte und manipulierte Inhalte. Also oft sieht man, dass zum Beispiel Bilder beschnitten sind oder retuschiert sind und so weiter. Oder völlig frei erfundene Inhalte. Ich habe leider nur eine Stunde Zeit, deswegen kann ich mich jetzt nicht mit mehreren Fake-News-Wellen auseinandersetzen. Deswegen habe ich eine herausgenommen, die ich ganz typisch und eindrucksvoll fand. Und zwar die Fake-News über eine Reisewarnung nach Schweden des Auswärtigen Amtes. Hier ist ein Tweet von der AfD Magdeburg, die sagt, das Auswärtige Amt erhöhte Terrorwarnstufe für Schweden. Das hat natürlich nichts mit irgendwas zu tun. Hashtag AfD wählen. Direkt danach... einige Stunden oder Tage später kam ein Tweet des Auswärtigen Amtes, die dann die Gegendarstellung veröffentlicht haben, es gibt keine Reisewarnung für Schweden, Hashtag Fake News. Fast 2000 Tweets wurden zu diesem Thema veröffentlicht und die kann ich jetzt nun mit diesem Twitter-Framework runterladen, analysieren und mir ein paar Visualisierungen dazu ausdenken. Ich habe mal die eine gemacht, das ist jetzt ein Zeitstrahl. Auf der X-Achse sieht man die Zeit. Hier geht es vom 2. März bis zum 0 Uhr bis zum 9. März 0 Uhr. Oben die roten, das sind die Fake News-Verbreiter. Unten, das sind diejenigen, die die Gegendarstellung verbreiten. Auf dem Zeitstrahl sind viel zu klein, das kann man jetzt drauf nicht sehen, der Zeitpunkt, wann ein Tweet veröffentlicht wurde. Und wenn er retweetet wurde, kriegt er sozusagen einen Bogen zu dem Zeitpunkt, wohin er retweetet wurde. Das hat den Vorteil, dass ich nicht nur sehe, wie viele Tweets veröffentlicht wurden, sondern auch sehen kann, welchen Impact dieser Tweet hat. Wenn er also zum Beispiel veröffentlicht wird und keiner geht damit um, dann ist es halt nur ein Punkt. Aber wenn es viele Leute retweeten, gibt es dann halt große Bögen dazu. Den ersten Tweet, den ich finden konnte zu der Fake News, dass es eine Reisewarnung nach Schweden gibt, ist bereits am 28. September veröffentlicht worden, wurde aber nicht beachtet, keine Favs, keine Retweets, obwohl der Account aktuell 481 Follower hat. Im Februar gab es dann nochmal einen Tweet dazu. Der Account hat jetzt aber nur einen Follower und der Tweet hat keine Retweets. Das heißt also, die Themen kamen schon mal vorher hoch, aber sie wurden nicht weitergetragen. Noch ein Beispiel aus dem 1. März 2017. Also jetzt gehen wir mal rüber zu unserem Zeitstrahl. Da gibt es dann den ersten, der dazu was twittert, ein Screenshot von einem Bot, der Reisewarnungen veröffentlicht. Der Tweet hat immerhin 6 Tweets und 6 Favs, 6 Retweets und 6 Favs erreicht und hat damit sozusagen den ersten kleinen Impact. Dann steigert es sich immer mehr, dann gibt es die Reisewarnung für Schweden mit 29 Retweets. Der nächste Tweet kann ich leider nicht mehr anzeigen, weil der Account inzwischen gesperrt wurde. Das ist auch ein Phänomen, das man immer wieder sieht, dass in diesem Bereich Accounts gesperrt werden von Twitter. Trump hatte recht, Auswärtiges Amt gibt Reisewarnung für Schweden heraus. Und verweist auf einen Artikel von zuerst.de. 45 Retweets und es steigert sich immer mehr. Da ist noch doch nicht alles ruhig in Schweden. Holger Ewald, Islamterror und dann zum Schluss die AfD Magdeburg, die dann aufspringt und dann das erste AfD-Hashtag dran setzt. Und multikulturell scheint es nicht so richtig zu laufen in Schweden. Man sieht, dass es eine Steigerung gibt, fängt an mit Reisehinweisen und endet mit Islamterror. Ich springe jetzt mal ganz weit nach vorne zu den Antworten. Diejenigen, die also dann die Gegendarstellung veröffentlichen, da fing's oder der Startschuss war da das Auswärtige Amt, die dann erklären, dass es sich um Fake News handelt und relativ schnell springen dann halt auch die Medien mit auf.
die das sozusagen weiterverbreiten. Und zum Schluss sieht man den gesamten Zeitstrahl nochmal. Und das Interessante ist dabei, dass das Thema gar nicht sozusagen, dass eine Fake News veröffentlicht wird und dann schlägt die total ein und alle sind total empört, sondern man stottert sich sozusagen förmlich in die Fake News rein. Ne? Also es fängt klein an und dann werden sie nochmal weiter überspitzt. Und man hat eher den Eindruck, als ob da rumexperimentiert wird, bis das Netzwerk eine Resonanz hervorruft. Ich würde persönlich behaupten, Fake News sind eigentlich Meme, die sich im Internet verbreiten. Oft haben sie keine singuläre Quelle, sondern sie bilden sich erst im Netzwerk. Oder anders formuliert, das Kernphänomen an Fake News ist nicht deren Existenz, sondern dass sie sich so gut verbreiten können. Also das Problem ist nicht die Quelle, die sie erzeugt, sondern dass sie eine so große Resonanz im Netzwerk findet. Würde man also Fake News-Quellen verbieten, würden sie trotzdem weiterhin entstehen im Netzwerk. Ja. Und, das ist halt wichtig, da Fake News als Meme eine große Reichweite haben, kann man aus ihnen Kapital schlagen. Politisches oder monetäres Kapital. Und da möchte ich mal aus dem amerikanischen Raum zum Beispiel Breitband News und Trump erwähnen, die monetäres Kapital oder politisches Kapital daraus schlagen. Aber zurück zu den Reisewarnungen. Man kann sie nicht nur im zeitlichen Verlauf sich anschauen, sondern man kann tiefer einsteigen und man kann halt gucken, welche Accounts haben denn jetzt die Gegendarstellung und die Fake News verbreitet und kann gucken, wie die sich gegenseitig folgen. Und daraus baut man dann so ein Netzwerk. Die blauen sind die Gegendarstellungsverbreiter und die roten sind die Fake News Verbreiter. Umso näher sie grafisch dargestellt werden, umso folgen die sich. Also sozusagen alle Kugeln stoßen sich ab und die, die sich folgen, ziehen sich an und daraus kann man halt solche komplexen Netzwerke grafisch darstellen. Das Interessante ist, dass die Fake News Verbreiter sich in einer Gruppe fast außerhalb befinden und eigentlich nur noch über die Massenmedien verbunden sind mit der Gesellschaft. Man sieht natürlich auch noch Tendenzen, dass viele Fake News Verbreiter dann mit Lügenpresse und so weiter versuchen, sich weiter von den Medien zu distanzieren. Aber tatsächlich sind das zwei verschiedene Gruppen, die man hier sehen kann. Und das erste Mal, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist eine Filterblase oder eine Echokammer oder sowas. Das Schöne ist, weil wir mit Twitter-APIs tiefer in die Daten reingucken können, können wir von jedem einen die Timeline rekonstruieren. Also ich habe jetzt mal so schematisch dargestellt die Gegendarsteller und die Fake News Verbreiter und man sieht, dass von den Fake News Verbreitern 89% die Gegendarstellung mitbekommen haben, aber sie nicht weiter teilen. Und nur 45% derjenigen, die die Gegendarstellung verbreitet haben, haben die tatsächliche ursprüngliche Fake News eigentlich mitbekommen. Das Ergebnis daraus ist, es gibt eine Filterblase und zwar bekommen wir die Fake News nicht mit. Ja, das. Was ist jetzt eigentlich tatsächlich dieser Impact dieser Gruppe? Und dann habe ich ganz, ganz schweres Geschütz aufgefahren und habe 1,6 Millionen Twitter-Accounts, die angegeben haben, dass sie Deutsch sprechen, extrahiert, geguckt, wie die sich gegenseitig folgen. Also ähnlich wie diese Filterblasengrafik gerade, sieht man hier jetzt das gesamte deutschsprachige Twitter-Netzwerk, eingefärbt nach Herkunftsland. Also hier unten haben wir die Schweiz und da haben wir Österreich. Wenn man so ein bisschen klickt, sieht man das so, wer sich dahinter befindet. Und das Schöne ist, man kann das ist so ein Tool, was ich gebastelt habe, man kann das unterschiedlich einfärben. Hier kann man zum Beispiel mal das Alter des Accounts einfärben. Rot sind die alten, grün sind die eher neueren Accounts. Hier oben sind die Jugendlichen, da ist viel Justin Bieber und YouTube und Let's Play dabei. Hier haben wir eine Blase, die sich mit Porn beschäftigt. Nicht draufklicken. Hier haben wir eine Gruppe, die sich mit Marketing beschäftigt, so würde ich das mal umschreiben. Größtenteils SEO und keine Ahnung was. Und das sind die Leute, die sich eigentlich mit Politik und Medien beschäftigen und vielleicht auch die jetzt, die hier im Raum auf Twitter sind, wahrscheinlich am meisten mitbekommen. Man kann aber diese Grafik auch anders einfärben. Und zwar kann ich mal einfärben, welche Bundestagsabgeordneten oder Kandidaten von Parteien, wo sich in diesem Netzwerk befinden und entsprechend einfärben. Und man sieht zum Beispiel, Gelb, FDP, Schwarz, Rot, Grün, Blau, Rot-Grün befinden sich alle so in einer verteilten Gruppe. Und es gibt eine sehr enge Gruppe aus Leuten, die
Mitglieder der AfD sind und auf Twitter aktiv sind. Ich vergrößere das mal so ein bisschen und jetzt verändere ich wieder diese Färbung, und zwar als erstes die Fake News Verbreiter. Ja. Der Witz ist, dass es nicht die AfD-Abgeordneten selber sind, die das Fake News verbreiten, aber sie befinden sich in einer gleichen Gruppe da drin. Man kann auch einfärben nach Alter, man sieht, dass die Accounts dieser Gruppe eher jung sind, also relativ frisch auf Twitter. Sie haben eine sehr hohe Aktivität, rot heißt, viele Tweets pro Tag veröffentlicht werden. Und man kann von dieser Gruppe auch schauen, welche typischen Begriffe sie verwenden, um zu vergleichen mit, was das restliche Twitter-Netzwerk für Begriffe verwendet. Und die Begriffe, die am häufigsten in dieser Gruppe verwendet werden im Vergleich zu anderen Twitter-Accounts, sind Islam, Deutschland, Migranten, Merkel, Maas, Politik, Freiheitskampf, Flüchtlinge, SPD, Netzdurchsetzungsgesetz, NPD, Antifa, Zensur, Pegida, Syrer, Asylbewerber. Man sieht relativ klar, dass diese Gruppe auch eher monothematisch unterwegs ist. Also, was ist das für eine Gruppe? Und ich sehe, wir müssen uns beeilen. Sie sind relativ neu auf Twitter. Sie stehen der AfD nah. Sie teilen oft Fake News. Sie sind auf Twitter sehr aktiv. Und sie befassen sich fast monothematisch mit Migrations- und Asylpolitik. Und ich komme auf diese Gruppe wieder zurück, denn die erste Theorie, die man jetzt reinwerfen würde, das sind Social Bots. Und da es in diesem Vortrag auch darum geht, ist der nächste Block, sich mal das Thema Social Bots genauer anzuschauen. Zu Social Bots wurde eine Menge veröffentlicht, auch in den Medien, warum Meinungsroboter die Gefahr für die Demokratie werden, digitale Dreckschleudern, Angriff der Meinungsroboter. Jeder hat da irgendwie seine Meinung und seine Gefahr davor gebracht. Was sind eigentlich Social Bots? Es gibt aus dem Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag einen Absatz, den ich mal rausgegriffen habe: Social Bots, die Computerprogramme, die uns irgendwie in den sozialen Medien manipulieren können. Echte Menschen, die mit dem Social Bot kommunizieren, nehmen diese nicht als durch Algorithmen ausgelöste automatische Kommunikation, sondern als echte Internetteilnehmer wahr und sind sich der Manipulation nicht bewusst. Ja. Konkret, was diese Social Bots angeblich machen sollen können, sind, sie können den Turing-Test bestehen. Ja. Das heißt, normalerweise, die Idee eines Turing-Tests ist, ich interagiere mit etwas und kann hinterher sagen, ob es ein Mensch oder ein Computer ist. Und diese Social Bots sollen jetzt magischerweise diesen Turing-Test bestehen können, genau, und können nicht nur so tun, als wären sie ein Mensch, sondern sie können angeblich sogar noch unsere Meinung beeinflussen. Naja, zumindest hat der Bundestag veröffentlicht, Wirkung von Social Bots ist unter Sachverständigen strittig. Ich habe mal extra das vorgespult, wo Linus Neumann zu sehen ist. Aber da ich hier so ein Framework habe, kann ich jetzt hier auch selber mal reinschauen, was sind denn diese Social Bots? Und da kommt man schnell in so einen Teufelskreis. Wenn ich Social Bots auf Twitter finden möchte, dann muss ich sie erstmal suchen. Und dazu muss ich erstmal wissen, wie sie denn eigentlich aussehen. Und um zu wissen, wie sie aussehen, muss ich sie erstmal analysieren können. Und dazu brauche ich erstmal welche. Ja, also zu sagen, okay, da gibt es irgendwelche, das bringt nichts. Ich muss entweder eine Gruppe haben, um sie analysieren zu können, damit ich sie finden, damit ich die Eigenschaften rauskriegen kann, oder andersrum. Und diesen Teufelskreis durchbrechen gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mich mal für den folgenden Weg entschlossen. Ich kaufe jetzt einfach mal Social Bots. Kleine Anmerkung, Moment, es sind nicht wirklich Social Bots in dem engeren Sinne, sondern ich habe mir einfach 4.500 Bots gekauft. Ob die jetzt tatsächlich dann auch mit den Leuten sozial interagieren und so weiter, weiß ich ja nicht. Aber im Kern habe ich mir einen Twitter-Account Software Team Berlin geholt, habe keinem gesagt, damit ich also weiß, dass kein realer Mensch diesem Account folgt, und habe dann auf Google gesucht bei Twitter-Bots. Genau, und dann gibt es dann 4.500 Follower und davon sind 100% Bots. Das ist nur, um zu gucken, welche Technologien werden dann eingesetzt, auch wenn es Follower-Bots sind und so weiter, um zu gucken, sehe ich denn bestimmte Eigenschaften, die ich bei Menschen nicht sehe. Also es ist sozusagen eher eine Trockenübung. Ja, also wieder das große Twitter-Framework draufgeworfen und die Metadaten analysiert. Und rauskommt folgende Grafik. Jeder einzelne Punkt ist eines dieser eingekauften Follower. 4.500 Punkte und ich weiß 100% Bots dabei. Und ich versuche, die nun zu sortieren nach ihren Eigenschaften. Alles, was eher wie ein Bot aussieht, ist auf der linken Seite, und alles, was eher wie ein Mensch aussieht, auf der rechten Seite. Ich kann jetzt auf die einzelnen draufklicken. Ich klicke jetzt mal auf den ganz linken unteren drauf. Dann habe ich einen Asus D5P
2, 3 und habe unterschiedliche Eigenschaften, die ich von ihm überprüft habe, wie zum Beispiel, ob er immer noch sozusagen ein Egg ist, also ob er noch gar kein Avatarbild hochgeladen hat, ob er weniger als 10 Follower hat, wie viel Fuffs er hat, abgesetzt hat, ob er noch gar keinen Beschreibungstext für sich angegeben hat und ob er keine Zeitzone angegeben hat. Also so die ganzen Metadaten, die man halt aus Twitter rausbekommt, zu analysieren, um zu gucken, ob die sich denn irgendwie strukturieren und gruppieren. Und man sieht auch ganz links, das sind so ein bisschen die sehr dummen Bots, sind jung und teilweise tun sie auch gar nichts, sondern folgen nur Leuten. Dann gibt es so einen großen und einen breiten Bereich, teilweise sehr realistische Bots dabei. Teilweise sind das sogar reale Accounts, die verwaist sind, also die seit 3 Jahren inaktiv sind und aus irgendeiner Art und also aus irgendeinem Grund übernommen wurde. Wahrscheinlich hat sich da einer mal mit Passwort durchprobieren massenhaft versucht, verwaiste Accounts zu übernehmen. Und die dritte, und das fand ich mir sehr interessant, das sind Accounts, die teilweise sogar verifizierte Menschen sind. Also ich habe hier zum Beispiel mal Peggy, die ist Moderatorin aus den Staaten irgendwo. Jeff Zausch ist ein Survival-Spezialist. Und Chris Glorioso, das sind reale Personen, die mir gefolgt sind, weil ich dafür bezahlt habe als Bots. Und das fand ich sehr merkwürdig. Ich habe versucht, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Nicht alle haben mir geantwortet. Der Grund dafür ist, dass ihr Account gehijackt wurde und sie haben dann eigentlich nur noch DMs von irgendwelchen fremden Accounts bekommen. Sie haben auf DMs dann auch gar nicht mehr so richtig reagiert. Ich habe auch versucht herauszubekommen, auf welchem Wege das passiert ist, ob sie sich dort irgendwie einen Twitter-Service eingetreten haben, der in ihrem Namen postet. Ich weiß es nicht. Laut eigenen Aussagen ging es dann aber weniger um politische Inhalte, sondern Zitat, es war eher Sexscheiße, die dann in ihren Twitter-Timelines veröffentlicht wurde. Was ich aber spannend finde, ist, wenn man so eine CDU-Forderung, Kennzeichnung von Social Bots, ja, was ist denn, wenn der eigene Account übernommen wurde? Ja, also der eigene Account ist mit einmal halb automatisiert, ob man es will oder nicht. Eine Fragestellung, die ich dann auch nochmal jetzt kurz vor dem Vortrag hatte, weil die Daten ja jetzt 11 Monate alt sind, welche Accounts gibt es denn heute noch? Und man sieht, grün, die Accounts gibt es heute noch, gelb sind die Accounts, die inzwischen Zeit von Twitter gesperrt wurden und rot die Accounts, die von sich aus sich gelöscht haben. Genau, also man sieht zumindest, dass da Bewegung von Seiten Twitter passiert. Was man jetzt an diesen Bots auch noch analysieren kann, ist die Follower-Netzwerke, wie die sich an so gegenseitig folgen. Und da habe ich mal folgende Grafik gemacht. Das sind also die 4.500 Bots und wem sie folgen und von wem sie gefolgt werden. Rot sind die Bots, 4.500, und blau sind die andere Nutzer, andere Accounts oder so weiter. Kann man auch mal ein bisschen reinzoomen hier. Sieht auch ganz hübsch aus. Fast wie ein fliegendes Spaghetti-Monster, fand ich. Die blauen, das scheinen mir Jugendliche zu sein, die sich einfach Twitter-Bots oder Follower gekauft haben. Was eigentlich ganz interessant ist, dass ich dann damit eigentlich die Kunden de-anonymisieren kann. Wobei man vorsichtig sein muss. Jemanden 10.000 Bots oder Follower künstlich anzuhängen, ist halt relativ einfach zu machen und ist auch gar nicht so teuer. 50.000 Bots gibt es so für $60. Wie könnte man Bots noch erkennen? Und da gibt es halt so eine Tweet-App-Analyse. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, vor einigen Jahren stand unter jedem Tweet noch drunter, mit welcher App man diesen Tweet veröffentlicht hat. Das steht leider jetzt nicht mehr drunter, aber die Daten sind noch in der API drin. So sieht übrigens so eine API-Antwort von Twitter aus. Und da steht unter anderem auch Source drin. Das heißt also, mit welchem Service man das veröffentlicht hat. Habe ich mal über die Bots rüberlaufen lassen. Twitter für iPhone, Android, Webclient, aber auch Facebook, die automatisch dann sozusagen das als den Post als Tweet veröffentlichen und Instagram. Und interessant fand ich halt 350 weitere Services. Ja. So sehen die aus. Genau, also es ist ein riesen Potpourri, koreanisch, japanisch, alles dabei. Genau. Das war mir auch gar nicht so richtig klar vorher, dass es eigentlich ein riesiges, enormes Ökosystem gibt von Skripten, die auf Twitter Sachen veröffentlichen.
Und wie gesagt, halt in meiner Probe sind es allein 350, um den Leuten auch zu zeigen, was das denn jetzt eigentlich für Services sind, die dahinter stecken, habe ich mal so ein paar rausgegriffen. Hier ist zum Beispiel Feedblitz, das ist eigentlich ein Bot, der nichts weiter macht, als ein RSS-Feed in Twitter zu posten. Dann haben wir Twitbot.net, das ist irgendwie was selber gebastelt ist, der twittert aber irgendwie nur Käse, das hat sich wahrscheinlich einer mal mit ein bisschen rumexperimentiert oder sowas. Es gibt aber auch den Kim Kardashian Hollywood Service, der dir dann wahrscheinlich die neuen Spielstände veröffentlicht. Interessant fand ich auch, es gab 9 gelöschte Services, die dann umbenannt wurden in Erased und eine lange Nummer. Ich würde mich mal interessieren, ob die Nummer fortlaufend ist, denn sie ändert mit 5,6 Millionen. Sind das jetzt 5,6 Millionen gelöschte Services oder sind insgesamt bei Twitter schon 5,6 Millionen angemeldet worden? Ich weiß es nicht. Aber wir können darüber sprechen oder wir können sagen, dass auf Twitter nicht mehr nur Menschen unterwegs sind, sondern halt auch Services, die wir nutzen. Genau. Bots sind auch nicht nur böse. Ich habe mal ein paar rausgegriffen. Ich weiß nicht, ob jemand die Rathausuhr Neukölln kennt. Ist der Entwickler da? Nee. Der das Rathausuhrwerk Neukölln als Service benutzt. Also der veröffentlicht sowas wie Achte, Bam, 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 Bam. Ja. Vor kurzem bin ich übrigens auf den Wichser-Bot gestoßen. Wenn man einen Tweet veröffentlicht, wo das Wort Wichser drinne vorkommt, dann retweetet der ein. Spiegel Online Top benutzt den Service If This Then That. Zu 100%, also nicht der nochmal Spiegel Online, sondern Spiegel Online Top. Und Zeit Online Digital hat auch sich einen Service gebaut. Ich weiß nicht, ob der eingekauft ist oder selber entwickelt ist, aber der ist registriert als Zeit Online. Genau, zusammenfassend, woran könnte man jetzt nun Bots erkennen? Ist das Profil vollständig? Ist ein Avatarbild und ein Beschreibungstext dran? Ist der Account Teil eines Netzwerkes? Ja. Von welcher App werden die Tweets abgeschickt? Und wie sehen die anderen Metadaten des Accounts aus, also der Tweets? Interessant sind das aber alles nur Indizienbeweise. Wenn man anfängt, sich tatsächlich mal hinzusetzen und zu gucken, ist nun ein Account ein Bot oder nicht, kommt man relativ schnell ins Grübeln. Jegliche Bot-Erscheinung könnte auch gut menschlich erklärt sein und andersrum. Man kann aber auch rangehen, dass man jedes menschliche Verhalten in die Sphäre, das könnte natürlich auch ein hochintelligente KI sein, schieben. Egal, auf jeden Fall mit diesem Kenntnisstand sage ich, so, lass uns jetzt mal Bots finden. Ich habe gesucht, ich habe lange gesucht und ich kürze es mal ab mit, ich habe gefunden, inaktive Accounts, Service Accounts, Trolle, irgendwelche Teenager, Rassisten und Hater und Spam mit Links zu YouTube, Porn und Bitcoin-Shit und so weiter. Aber was ich nicht gefunden habe, ist diese politisch aktiven Social-Bot-Netzwerke. Und dafür gibt es nur 2 Erklärungen. Also entweder die gibt es nicht oder ich bin zu doof. So. Also fragen wir mal die Profis, wie machen die das denn? Und einer davon ist zum Beispiel Professor Dr. Simon Hegelich, Forschungsfeld Political Data Science, Forschungsmethode Machine Learning plus X. Ist das Felddienst, die mit plus X ist Alkohol? Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Der veröffentlicht Studien zum Beispiel für die Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Titel Inversion der Meinungsroboter. Leider wird in dieser Studie die Methodik nicht beschrieben. Hegelich hat selber damals mit Professor Dietmar Janesko eine Studie veröffentlicht, wo sie tatsächlich ein Bot-Netzwerk gefunden haben in der Ukraine. Was sie dabei identifizieren konnten, ist, dass diese Accounts unter einem Service Tweefarm pro-russische Meldungen veröffentlicht haben. Insgesamt 1740 Bots haben sie darunter gefunden und genau, das ist auf jeden Fall, das kann man glaube ich sagen, ein Bot-Netzwerk, was dort in der Ukraine gefunden wurde. Aber wie sieht das eigentlich mit der deutschen Debatte aus? Und dazu habe ich, vielleicht habe ich es auch nicht gefunden, aber ich habe zumindest keine Studie von Professor Hegelich dazu gefunden mit einer nachprüfbaren Methodik. Was ich aber gefunden habe, ist ein ZDF-Bericht, ZDF-Zoom, alles nur Lüge, wie im Netz getäuscht wird. Professor Simon Hegelich hatte hier die Aufgabe, aus Gigabyte an Daten Social Bots zu suchen und er hatte einen möglichen Kandidaten gefunden, und zwar Egon Drombowski, der 136 Posts am Tag veröffentlicht mit ganz klarer Tendenz zu Pegida und AfD. Und nun ist natürlich spannend, ist das vielleicht ein gesteuerter Bot oder handelt es sich dabei um einen realen Menschen? Und die Redaktion hat ihn einfach mal angeschrieben. Und der potenzielle Social Bot heißt Egon Dombrowski,
ist 50 Jahre alt, berufsunfähig, Rentner, lebt in Erfurt und war in einem Gemeinderat für die SPD. Und jetzt ist er auf Facebook sehr aktiv. Medien bezeichnet er als Propagandapresse. Und er macht Werbung für die AfD und wird laut eigener Aussage nicht von der AfD oder anderen bezahlt. Er macht das aus eigener Überzeugung. Gut, also der Versuch, hier einen Social Bot zu finden, ist missglückt. Wir haben leider nur eine reale Person gefunden. Aber es gibt ja noch andere, die sich damit beschäftigen, beispielsweise botswatch.de, die versuchen parallel zu wichtigen Events in Deutschland zu gucken, wie viel sich auf Twitter nun Social Bots einmischen, veröffentlichen auch das Bot-Barometer und so weiter. Und dann gibt es auch einen Link zur Methode, wie sie das machen, und da steht dann drin, Accounts, die durchschnittlich gleich oder mehr als 50 Tweets am Tag veröffentlichen. Da habe ich gesagt, naja, Dombrowski schafft 136 Posts am Tag. Ich hatte, weil wir die Bundestagswahl auch beobachtet haben, mal eine lange Liste von Accounts zusammengestellt, die irgendwie beim Thema Bundestagswahl mitmischten, und bin die einfach mal durchgegangen, an welchen Tagen haben die mehr als 50 Tweets abgesetzt, und diesmal so ein bisschen Zusammenfassung. Da haben wir sogar eine CDU, CSU, FDP haben das geschafft. Ja, also 50 Tweets am Tag und schon ist man Social Bot. Mit drunter sind Medien wie Welt, die schaffen 190 am Tag, Focus Online 97 am Tag. Auch Christopher Lauer 72, Anja Schillerneck von den Bündnis 90 Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus schafft fast die Grenze mit 50 Tweets am Tag. Und natürlich auch die Parteien vor den Bundestagswahlen, die dann natürlich in den sozialen Netzwerken besonders aktiv sind, schaffen mehr als 50. Und dann noch Hipster-Aktivisten, AfD-Anhänger, hat drunter geschrieben. Also 50 Tweets am Tag als Kriterium für Social Bots ist wissenschaftlich unseriös. Da frage ich mich natürlich, wie kommen die da drauf? Und davor steht es auch, das sei das Social Bot-Kriterium der Oxford-Universität. Das finde ich natürlich spannend und habe dann angefangen, die ganzen Studien und wissenschaftlichen Paper dazu durchgelesen, wie deren Methode ist. Und ich habe nur zwei rausgegriffen, weil es wirklich eine Menge ist, die besonders das deutlich machen. Social Bots bei den US-Wahlen. Das ist ein Paper, was veröffentlicht wurde mit dem Titel Bots and Automation over Twitter during US Election. Und ich spule mal vor, an welcher Stelle Sie das definieren. Da muss ich mal kurz sagen, das ist also... Sie fangen halt an, von Social Bots zu reden. Dann heißt es dann irgendwann Social Bot-like, und dann steht dann sowas wie Heavy Automated Bots, und dann steht dann zum Schluss, we define a high level of automation as accounts that post at least 15 times a day using one of these election-related hashtags. Das heißt also, wer mehr als 50 Mal am Tag ein bestimmtes Hashtag veröffentlicht, wird als Social Bot kategorisiert. Die Hashtags sind die hier. Ja, der erste Block sind die Pro-Trump-Hashtags, zweiter Block die Pro-Clinton-Hashtags und der dritte Block sind Hashtags, die sich generell um die amerikanische Wahl beschäftigen. Aber zu dieser Definition von Social Bots habe ich mal ein paar Fragen. Also erstens, warum sind es 50 und nicht 30 oder 100 Tweets am Tag? Und gilt das denn für alle Länder? Also kann man jetzt dieses Kriterium aus Amerika 1:1 übernehmen für Deutschland? Und was für Accounts sind denn das eigentlich? Ich meine, wenn ich die identifizieren kann, dann kann ich die ja auch mal genauer anschauen. Wie viele Follower haben die? Wie viele Favs und Retweets haben sie? Vielleicht veröffentlichen sie ja wahnsinnig viele Tweets, aber keiner liest es. Ja? Und über welche Services posten sie? Das hatte ich vorhin gezeigt, dass man das nachschauen kann. Und klar kann ich verstehen, dass es halt eine Menge Accounts sind, aber es gibt eine wissenschaftlich-statistisch saubere Methode. Man nimmt einfach eine Stichprobe, man wählt einfach mal zufällig 100 aus und guckt sich halt an, was das für Accounts sind, um zu gucken, ob sie tatsächlich einen politischen Einfluss haben. Dazu gibt es aber in dieser Studie keine und auch in den anderen keine Antwort. Leider kann ich das auch nicht überprüfen, weil die Universität Oxford die Daten dazu nicht veröffentlicht hat. Das liegt teilweise an der Developer-API oder den Guidelines von Twitter. Das liegt aber auch daran, oder da gibt es einen Ausweg daraus, und zwar kann man nämlich die Liste der Twitter-IDs veröffentlichen, das darf man nämlich, und kann sich dann sozusagen nachträglich den Tweet nochmal holen und genauer analysieren. Zum Glück gibt es von der George Washington Universität eine Veröffentlichung, 2016 United States Presidential Election Tweet IDs, da gibt es unter anderem auch eine Liste von Tweets, die den Hashtag Election Day verwendet haben.
Das heißt, ich habe jetzt leider nicht die gleiche Datenbasis wie die Universität Oxford. Ich kann aber mir einen kleinen Ausschnitt rausnehmen und zwar mir nur angucken, wer hat am Wahltag mehr als 100 Mal eines von diesen Hashtags verwendet plus den Hashtag Election Day. Genau. Und diejenigen, die sogar mehr als 100 Mal am Wahltag getwittert haben, sind diese 12. Das sind sozusagen die laut Social Bot Kriterium, die am deutlichsten als Social Bots sich definieren. Und wenn ihr jetzt mal wissen wollt, wer denn jetzt diese Social Bots wirklich sind, nehmen wir uns mal Zeit und gucken uns jeden einzelnen von diesen 12 an. Das erste ist ein Dream of Dust, der 437 Tweets am Wahltag veröffentlicht hat mit diesen erwähnten Hashtags. Und was er macht, er twittert Links zum reddit.com/r/thedonald zu diesen einzelnen Kommentaren und er benutzt dabei für if this then that und Bot ein klares Ja, auf jeden Fall. Was er aber dabei tut, ist bereits veröffentlichte Kommentare im Reddit-Forum einfach nochmal in diesem Account zu spiegeln und ich lehne mich mal aus dem Fenster, wenn ich sage, Einfluss kaum. Ja, also völlig kommentarlos, wie gesagt, spiegelt er einfach nur Reddit-Kommentare. Der nächste Account, ITX News, twittert Screenshots von Texten, völlig abgedrehter Verschwörungsquark. Also da sind Sachen dabei, die Queen wurden von Hindus vergiftet und also wirklich völlig, völlig abgedreht. Und er benutzt für seine Screenshots, die er dann veröffentlicht, immer die aktuellen Trending-Hashtags. Ja. Er hat 4 Follower. Und er ist ganz klar kein Bot. Ja. Der nächste Account, er ist Trump-Supporter, weil er Clinton furchtbar findet. Er nutzt intensiv Hashtags, lebt auf Hawaii, schläft 6 Stunden, macht Mittagspause. Das sieht man an den Zeiten, wann er twittert. Und er ist auf jeden Fall kein Bot. Der nächste, offensichtlich liebt er Bernie Sanders. Er hasst Donald Trump, Hillary Clinton, die Demokraten, weil sie nämlich Hillary Clinton aufgestellt haben statt Bernie Sanders, Bill und Chelsea Clinton und er hasst Expedia, weil Chelsea Clinton jetzt an Bord sitzt. Aber ein Bot ist er nicht. Der nächste, der sieht mir doch sehr fischig aus. Ich vermute mal, dass es eine spanischsprachige Clickfarm ist, die versucht, User auf Werbeseiten zu locken. Die machen dann Werbung für, was weiß ich, irgendwelche Apps oder sowas. Überhaupt gar keine politischen Inhalte, denn sie nutzen einfach nur Trending-Hashtags, um sich in politischen Diskussionen sozusagen dann nochmal ihre Links zu veröffentlichen, haben 1 Follower. Ob es ein Bot ist oder nicht, ich sag mal vermutlich nicht. Da sind halt Tippfehler drin, das wäre jetzt eigentlich ein schlechter programmierter Bot oder vielleicht besonders schlau. Im Zweifelsfall könnt ihr gerne als Bot definieren, aber Impact hat da keinen. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Ave Hurley ist eine Oma aus Brooklyn. Sie ist Künstlerin, malt Bilder, macht Schmuck, verkauft sie in einem Shop und hat vor kurzem mit dem Rauchen aufgehört. An dem Wahltag hat sie wild für Trump getwittert und hat ihn unterstützt und hat versucht, Leute zu überzeugen. Aber ein Bot ist ja auch nicht. Dann habe ich hier noch den hier. Der ist aus Tokio. Ich vermute, es ist ein Student. Der twittert auf Japanisch und ab dem Moment war ich so ein bisschen lost in Translation, um herauszukriegen, was er da möchte. Aber ich vermute, dass er Toru Hashimoto und Kazumi Ieri hasst. Das eine ist ein Politiker, das andere ist ein Internet-Entrepreneur. Und er hat an dem Wahlabend auf einen Tweet zu Kazuma gefeuert, muss man sagen, und hat einfach die aktuellen Trending-Hashtags genommen. Und da war natürlich auch die Election dabei. Aber ein Bot ist es nicht. Der nächste, Paolo. Paolo kann 13 Tweets in 3 Sekunden schicken. Er nutzt dafür 3 unbekannte italienische Twitter-Services. Ist nämlich klar, einer davon ist auch inzwischen gesperrt. Pro Hillary. Tweets werden so gut wie gar nicht gefafft und retweetet. Ein Bot ist er auf jeden Fall, aber einen Einfluss hat er, glaube ich, zumindest keinen. Dann haben wir noch den hier. Er liebt Jesus, die Familie, Trump, WikiLeaks, Fox News und Waffen. Hasst Abtreibung, Feminismus, Hillary Clinton, CNN und Obamacare. Aber ein Bot ist es nicht. Dann haben wir noch President Trump. Der ist ein Satire-Account. Teilweise witzig, hat trotzdem nur 1 Follower. Aber ein Bot ist es auch nicht.
Dann haben wir noch Mareike. Sie ist Journalistin aus Südafrika, arbeitet für die französische Presseagentur AFP und hat über Election Day live getwittert an dem Abend. Und sie ist auch kein Bot. Dann haben wir noch einen Dr. Van Nostrum. Ich habe leider kein Bild von ihm gefunden, aber er liebt Baseball, American Football, Fox News und Trump. Er heißt Hillary und Bill Clinton, CNN, Islam, Feministen und Linke. Und er verfolgte Trumps Sieg live auf wie hat sozusagen den Wahltag intensiv verfolgt und begleitet. Aber ein Bot ist er auch nicht. So, und das war jetzt der 12. von den 12. Fassen wir mal zusammen. Ich habe hier mal so eine kleine Tabelle gemacht, spaltenweise pro Clinton, neutral pro Trump. Und zahlenweise ist es ein Mensch, sind wir uns nicht ganz sicher, oder ist es ein Social Bot? Wir haben auf jeden Fall einen Social Bot gefunden, der pro Clinton ist, und wir haben einen Social Bot gefunden, von pro Trump ist. Ob es sich tatsächlich um einen Social Bot handelt, wäre ich sehr vorsichtig, denn sie haben ja keine soziale Interaktion bewiesen, sondern alles, was sie gemacht haben, ist automatisiert Links und Nachrichten zu veröffentlichen und hatten auch dabei nicht wirklich einen Impact, weil keiner sie retweetet oder gefafft hat. Eine große Gruppe, die wir gefunden haben, waren pro Trump Menschen, reale. Auf der Pro-Clinton-Seite haben wir nur einen Satire-Account gefunden. Und dazwischen im neutralen Bereich einen Bernie Sanders-Fan, eine Journalistin, einen Japaner und einen Verschwörungstheoretiker. Und dann haben wir noch hier Anschur, derjenige, der seine Links zu App-Werbeseiten vertreibt. Wenn ich jetzt mal hervorhebe von den Accounts, von denen ich glaube, dass sie tatsächlich an einer politischen Diskussion teilgenommen haben, sind das die hier. Und das sind alles Menschen. Das ist nur die Hälfte. Aber ja. Die Studie Bots and Automation over Twitter during US location, US election müsste eigentlich heißen Highly Active Twitter Users during US Election. Social Bots, oder was wir sie bezeichnet haben, sind politisch aktive Bürger, Hashtag-Spam, Medien und Journalisten und einige simple Bots. Zur Vollständigkeit halber habe ich versucht, noch eine Studie zu finden, die eine andere Methodik verwendet. Und da gibt es von der University of South California, Social Bots Distorted the 2016 US Presidential Election Online Discussion. Und was sie zur Identifizierung von Social Bots verwenden, ist ein Service, der nennt sich Bot or Not, inzwischen seit umbenannt in Botometer. Und ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, da gibt es auch nochmal ein Paper dazu, aber was sie im Kern machen, ist im Prinzip das, was ich am Anfang gemacht habe. Sie versuchen, die ganzen Metadaten rund um einen Account zu kategorisieren und dann kommt da Machine Learning oben drauf und dann wird versucht, mit einer Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, ob nun ein Account nun ein Bot ist oder nicht. Und das ist die Basis dieser Studie. Ich habe das mal, unten ist nochmal der Link dazu, falls einer da selber mit spielen möchte. Vorsichtig, man muss dazu seinen Twitter-Account autorisieren und das ist dann, der im Gegensatz zu uns keine Leserechte haben möchte, sondern möchte auch Schreibrechte haben. Für den Fall, falls die gehackt werden, werdet ihr also auch irgendwie Sexscheiße twittern. Ich habe einfach mal ein paar Accounts reingeworfen, um zu gucken, wie vertrauenswürdig das ist. Da habe ich jetzt hier einfach mal einen Erdgeist und Frank Rieger und einen Linuzifer reingeworfen. Das Kriterium übrigens der Studie ist 50%. Alle, die unter 50% sind, sind Menschen. Alle, die über 50% sind, sind Bots. Gegenübergestellt habe ich nochmal das BMVI, das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, 55%. Das BKA ist ein Social Bot. Und vielleicht liegt das an den deutschen Accounts, da die Studie sich ja im Speziellen mit den US-Wahlen beschäftigt haben, habe ich da mal stichprobenartig ein paar reingeworfen. Da haben wir das Wall Street Journal, LA Times ist ein Bot, CNN und Fox News ist ein Bot, Real Donald Trump ist ein Bot und der amerikanische Präsident. Das könnt ihr auch alles selber ausprobieren. Also wissenschaftlich ist das alles nicht haltbar. Und wen das jetzt noch nicht überzeugt, Hegelich erwartet keine große Gefahr durch Social Bots im Wahlkampf. Zusammenfassung. Social Bot, Filterblasen, Fake News. Ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Die Forschung ist noch in den Anfängen. Die Methodiken sind neu, teilweise experimentell und müssen noch überprüft werden. Und im Speziellen müssen die wissenschaftlichen Publikationen überprüft werden.
Falls einer irgendwie in dem Thema gerade arbeitet, den kann ich das an Herzen legen, das als Bachelor- oder Masterarbeit mal ans Herz zu legen, diese Studien tatsächlich zu überprüfen. Was ich bei Social Bots, Filterblase und Fake News gefunden habe, sind exemplarisch Egon Dombrowski und Ave Hurley. Wir haben in den Diskursen die Leute als Nazis, bildungsfern, sozial abgehängt, Mittelschicht, mit Verlustängsten und jetzt auch neu als Social Bots bezeichnet. Aber was sie alle gemeinsam haben, sie haben Angst und sie sind wütend und sie haben Vertrauensverlust in die Institution. Und was wir beobachten, ist, dass neue gesellschaftliche Gruppen in die sozialen Netzwerke betreten und sie nutzen ihr Recht und die Möglichkeit ihrer Meinungsäußerung. Und im Zweifelfall greifen sie auch auf Fake News zurück, wenn es ihre Ansichten bestätigt. Was wir aber beobachten, ist, dass die sozialen Netzwerke nicht geeignet sind, um gesellschaftliche Lösungen zu entwickeln. Vielleicht gibt es irgendwann eine technische Lösung, wer weiß. Vielleicht gehört es aber in Zukunft auch zur Medienkompetenz, eine gewisse Debattenkultur zu entwickeln. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall, ich will jetzt den Begriff Neuland nicht verwenden, das ist auf jeden Fall ein neues Forschungsgebiet. Wir sehen, glaube ich, dass hier eine neue Wissenschaft beginnt zu entstehen. Sie steckt noch in den Kinderschuhen, aber sie macht gerade einen fundamentalen Wandel mit. Von einer ideografischen Wissenschaft, also einer rein phänomenbeschreibenden, wie Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften oder Politikwissenschaften, hin zu einer nomothetischen Wissenschaft, die versucht, Regeln zu erkennen, Gesetze zu entdecken, reproduzierbare Ergebnisse zu entwickeln, so wie man das aus den Naturwissenschaften kennt. Ähnlichen Entwicklungen haben wir auch gesehen, die Astrologie, das war die Lehre von den Sternen, bis dann das Teleskop erfunden wurde und wir nun anfangen konnten, Gesetze in der Bewegung von Planeten und Sternen zu entdecken, die reproduzierbar sind. Und aus der Astrologie wurde dann die Astronomie. Ich sehe, dass wir in den Debatten, die jetzt in den sozialen Netzwerken stattfinden, eine neue Wissenschaft haben können, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich glaube, dass es nicht nur jetzt möglich ist, sozusagen als Teleskop oder Mikroskop für die Gesellschaft, sondern dass es auch notwendig ist. Und dazu ist viel Forschung nötig. Und ich animiere jeden, der nicht so richtig weiß, ob er jetzt in dem geisteswissenschaftlichen Bereich oder im Data Science Bereich arbeiten möchte, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Bachelor und Master sind da gut prädestiniert, um diese wissenschaftlichen Ausarbeiten zu reproduzieren. Und diese Studien von der Oxford-Universität oder von South California zu reproduzieren und zu validieren. Und ich würde das gerne unterstützen und ich hoffe, die nächsten 2,5 Tage noch Zeit zu finden, Teile meines Frameworks und auch der Rohdaten zu veröffentlichen. Ansonsten bin ich die nächsten 2,5 Tage zu erreichen, Decktelefonnummer 3600, Entschuldigung, und Twitter-Account @michael-kral.de. Ich würde gerne andere Leute, die in dem Bereich forschen oder sowas zusammenbringen, um zu gucken, ob wir zum Thema Social Bot da nicht mal eine wissenschaftsbasierte Debatte starten können. Dankeschön. Mindestens das will ich nachher nochmal hören. Jetzt haben wir noch etwas über eine Viertelstunde Zeit für Fragen und Antworten. Habt ihr Fragen an Michael Kral? Positioniert euch bitte an den Mikrofonen. Ich versuche einigermaßen ausgeglichen auszuwählen. Falls irgendwo jemand steht, steht schon irgendwo jemand? Hebt mal die Hand. Ah, da hinten. Mikrofon 4, fang an. Jawohl. Ich habe eine Frage bezüglich so State-Sponsored Propaganda. Also die sind wirklich Leute, die bezahlt werden von Staaten, damit die Propaganda betreiben. Habt ihr auch in der Forschung diesbezüglich was herausgefunden oder habt ihr das überhaupt untersucht? Wir haben versucht, Leute zu finden, die an den Bots, die in den politischen Diskursen teilnehmen. Ob sie jetzt tatsächlich dafür bezahlt werden oder nicht, ist unmöglich festzustellen. Wir sehen aber, wenn jetzt zum Beispiel jemand bei der US-Wahl was postet und dann aber in den nächsten Monaten bis heute noch ein ganz normales Leben in den sozialen Netzwerken führt und parallel dann noch auf Facebook oder sowas, gehen wir eher davon aus, dass es sich nicht um einen bezahlten Akteur oder Akteurin handelt.
Die große Frage, die ich mir eigentlich auch stelle, ist dabei, was ist der tatsächliche Impact? Also die Unterstellung mit, jemand bezahlt da irgendwie, kann ich wirklich auf Twitter durch soziale Interaktion Leute davon überzeugen, die politische Richtung zu wechseln? Das ist eine bisherige Unterstellung, die noch nicht überprüft wurde. Und deswegen finde ich das bin ich da vorsichtig, sowas anzunehmen. Mikro 2. Vielen Dank für den großartigen Vortrag. Ich fand das super wichtig. Anhand von dem kann man eigentlich sehen, was sich wirklich an wissenschaftlichen Methodiken verändern muss. Und von daher vielen, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Ich habe mich gerade gefragt, ob man wirklich von Fake News sprechen sollte, weil offensichtlich spiegeln diese Nachrichten ja nur, was die Verbreiter, weiteren Retweeter der Nachrichten hören oder sehen oder wissen wollen. Also das, was sie eigentlich schon denken, wird quasi nur gespiegelt. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht irreführend ist, dieses Wort News, und ob man nicht ein neues Wort dafür finden müsste. Auf jeden Fall. Wir haben auch zum Beispiel gesehen, dass bei der US-Wahl relativ viele Fake News aus einer Stadt aus Osteuropa kommt, die aber gar keine politische Agenda haben, sondern einfach nur Geld damit verdient haben, dass ihre Posts sich so weit verbreitet haben und damit Klickwerbung Geld gewonnen haben. Da war überhaupt gar kein politisches Ziel dahinter. Im Gegenteil, laut eigener Aussage haben sie erst pro Clinton probiert, aber das hat einfach nicht so gut eingeschlagen wie pro Trump-Sache. Deswegen halte ich auch den Begriff von Fake News dort auch nicht mehr für angebracht. So, aus dem Internet haben wir auch eine Frage. Ja, zuerst auch aus dem IRC großes Lob an den Vortrag. Es wurde angemerkt, es ist sehr, sehr interessant, mal den Hashtag 34C3 zu analysieren und Trolle aufzudecken. Cyberrichter und FDEX lässt fragen, gibt es schon schlaue Bots mit Einfluss? Ist irgendwas über die Interaktion untereinander bekannt? Gibt es bald Bot-Wars? Flame-Bots. Ja, also das sind alles theoretische Konzepte. Auch wenn man sich die Studien dazu durchliest, das sind alles Konzepte. Es könne irgendwann mal so sein. Ich stehe auch nicht hier und sage, sowas wird nie passieren oder sowas. Keine Ahnung, was es für an Entwicklungen mit KI in den nächsten Tagen oder Monaten gibt oder so. Aber das, was wir jetzt bisher sehen konnten, waren jetzt nicht irgendwelche KIs, die durchs Internet laufen. Die drei? Servus. Ja, wunderbar, funktioniert. Das erste harte Kriterium, das mir einfallen würde, um Bot-Accounts von Menschen-Accounts zu trennen, wäre die Posting-Frequenz. Und die hat jetzt hier nur einmal Einfluss gefunden. Woran liegt das? Weil sie tatsächlich auch nur einmal auffällig war. Die anderen Accounts... Also ich meine, wenn ich jetzt einen Social Bot entwickle, dann wäre ich jetzt auch schlau zu sagen, okay, dann haut er jetzt nicht alle halbe Sekunde einen Tweet raus, wenn ich sowas bauen würde. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich nur einmal aufgetreten, dass ein Bot sozusagen den Bug hatte, das zu tun. Okay, taugt also nicht. Super, danke. Und Mikro 1. Hallo erstmal. Ja, jetzt geht's. Ich wollte fragen, weil du ja gesagt hattest, dass bei den Social Bots ja eigentlich sich der Einfluss verliert, ob das dann wiederum heißen könnte, dass die eigentliche Gefahr von Filterblasen, dass kein Meinungsdiskurs entsteht oder dass der halt eingedämmt wird, ob das sich dann verliert oder ob du in den Forschungen gesehen hast, dass die Gefahr gar nicht so da ist, wie sie irgendwie überall propagiert wird. Ja. Also zum einen, ich glaube, es gibt so einen Satz, den man in den letzten 10 Jahren immer wieder gehört hat, das Internet ist nicht an bestimmten Sachen schuld, sondern das Internet macht nur einfach Sachen wieder sichtbar. Ja. Und ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die sich gerne an einem politischen Diskurs beteiligen wollen und nicht die Möglichkeit hatten und jetzt nun mit den sozialen Netzen diese Möglichkeit haben und dann als Bots klassifiziert werden. Problem ist, dass ich deine Frage vergessen habe. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob diese Gefahr, dass man halt sagt, der Diskurs ist so ein bisschen eingedämmt, weil jeder in seiner eigenen Blase lebt, ob sich das nicht dadurch verliert, weil du ja gesagt hattest, Social Bots sind unwirksam so wirklich, ob das nicht dann sich auch sozusagen auf das andere übertragen lässt für unsere, von so einem normalen Gebrauch. Genau, also ich kann keine abschließende Meinung zu abgeben. Ich weiß aber, dass, oder man merkt es halt, dass die sozialen Netze oft
oder fast immer nicht dazu geeignet sind, tatsächlich einen Diskurs zu führen. Sondern es geht halt, es ist halt, endet immer in einem Frame War. Ne? Es sind sozusagen, du bist, sie seid die Bösen und wir sind die Guten. Aber tatsächlich irgendwie eine Lösung zu entwickeln, eignet sich nicht dafür. Vielleicht ist der Mensch auch nicht dafür gemacht. Vielleicht haben Netzwerke einen bestimmten Flaw, den wir halt noch nicht kennen. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, das ist eine extrem experimentelle Technologie. Noch nie gab es ein Netzwerk, das weltübergreifend so vielen Menschen die Möglichkeit gibt, miteinander zu kommunizieren und Diskurse zu führen. Danke. Mikro 4. Ja, hallo. Erstmal ein Kompliment für diesen super wichtigen und sehr coolen Vortrag. Meine Frage, du hattest ja als ausschließlich über Twitter gesprochen, habt ihr mal Analysen gefahren über andere soziale Netze, die ja durchaus auch Verbreitung haben? Speziell dazu auch da, nicht nur über die Anzahl der Tweets, sondern auch über den Impact. Weil die Frage ist ja, die hat es ja mehrfach aufgeworfen, was wirkt eigentlich ein Tweet, wenn die einen veröffentlichen? Also ein Tweet auf 10.000 Follower könnte möglicherweise wichtiger sein als 10.000 Tweets mit einem Follower. Genau, da kann man sich halt Metriken überlegen. Normalerweise ist es für mich halt ein Ausschlusskriterium, wenn ein Tweet nur nicht gefafft wird und nicht retweetet wird, ist für mich das ein Ausschlusskriterium. Was der tatsächliche Impact ist, ob es dafür eine Metrik gibt, weiß ich nicht. Kann man sich überlegen, wie gesagt, neue Wissenschaft. Das andere ist andere soziale Netzwerke. Man sieht, dass auf YouTube eine Menge passiert. Ganz viele Leute packen im Wohnzimmer die Kamera aus und teilen ihre politischen Meinungen im Wohnzimmer und veröffentlichen das auf YouTube. Es gibt auch dieses russische Social Network, wie heißt das? VK irgendwas, ja. Genau, da gibt es... V-Kontakte, genau. Da gibt es auch, kenne ich eine Gruppe, die sich damit beschäftigt hat, wie das da aussieht. Das ist aber ein sehr kleiner Teil. Der große Brocken ist natürlich Facebook. Und Facebook hat zwei Probleme. Erstens gibt es eine Menge geschlossener Gruppen, wo viel stattfindet. Da habe ich mal reingeguckt, sind die gleichen Themen. Es geht halt auch um Asylpolitik und so weiter. Und das andere Problem mit Facebook ist, die API ist leider nicht so offen. Es gibt Schwierigkeiten, da große Mengen an Daten rauszuholen. Ich glaube, dass Facebook in diesen Bereichen wahnsinnig viel Datenmaterial hat und Forschung dazu treiben könnte, aber leider halt nur innerhalb eines Konzerns und nicht innerhalb der Forschungsgemeinschaft. Okay, danke. Unser Socialbot hat auch noch eine Frage. Miel lässt fragen, gibt es Studien für das reale Ausmaß und den realen Impact von Fake News in den sozialen Medien und wurden die eventuell zur Legitimation des NetzDGs herangezogen? Habe ich akustisch nicht verstanden. Gibt es Studien über das reale Ausmaß von Fake News und wurden die herangezogen zur Legitimisierung des NetzDGs? Soweit ich weiß, ist mir ist keine Studie bekannt. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, sie haben keinen Einfluss, weil sie halt erstmal nicht Leute überzeugen. Ich glaube, die Leute kommen schon mit einer Überzeugung in die Netzwerke und werden einfach nur noch weiter zusätzlich bestätigt. Ich glaube, dass es einen gewissen Impact gibt mit Leuten, die sozusagen latent eine Sorge um Flüchtlingspolitik haben und dann nur noch in einer Filterblase stecken und nur noch mit Flüchtlingskriminalität bombardiert werden, dass sie dazu dann auch neigen, eine Angst gegen beispielsweise Migranten zu entwickeln. Aber eine Studie dazu ist mir noch nicht bekannt, wie da tatsächlich, ob das psychologische Auswirkungen auf die Menschen hat. Und die zwei? Hallo. Okay, danke für deinen Vortrag. Du hattest am Anfang so eine schöne Karte, wo verschiedene Gruppen aus dem Twitter-Netzwerk aufgezeigt wurden. Und da hast du gezeigt, da sitzt die AfD und dann kam der Switch und da sind die Fake News. Wie hast du denn ermittelt, dass diese Tweets Fake News waren? Also konkret, ich habe mir Fake News ausgesucht und habe geguckt, wer sie auf Twitter teilt. Also andersrum. Ne? Also ich habe mir sozusagen Geschichten rausgesucht, von denen ich weiß, dass es Fake News sind und habe dann beispielsweise Blogposts und so weiter, die es verbreitet haben, gesucht und diese URL, also wer twittert im Prinzip Fake News? Und genau, dadurch kam dann diese Einfärbung zustande. Mikro 3. Ich habe noch eine Frage zu Antworten. Also ich habe oft gehört von Journalisten, die sich beschwert haben, wenn sie über ein bestimmtes Thema berichtet haben, dass da irgendwelche Bots sie jetzt mit Antworten zumüllen oder sowas. Hast du sowas beobachten können? Wird es irgendwie als Megafon eingesetzt, um dann einfach nochmal ein bisschen mehr Bums oder Druck zu machen auf solche Accounts? Gibt es da was oder ist das auch eigentlich alles echte Menschen, die wirklich irgendwie wütend sind? Ich sage noch nicht, dass das alles echte Menschen sind. Also ich kann mit einem Bot, kann ich zum Beispiel immer
immer einen Hashtag unbenutzbar machen. Ja, ich kann einfach zu einer politischen Debatte einfach einen Hashtag raussuchen und kann es dann mit Bots vollmüllen. Aber das ist dann eigentlich mehr ein Spam oder den Diskurs zu stören, aber nicht wirklich einen Einfluss zu haben dabei. Zu den Journalisten. Ich kenne einige Journalisten, die auf Twitter aktiv sind und dann immer wieder mit großen Anzahl von Accounts konfrontiert werden. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob es tatsächlich sich um Botnetzwerke handelt, denn es sind immer wieder vereinzelte Leute, die unterschiedliche Tweets machen. Es ist ja schon wahnsinnig schwierig, 100.000 künstliche Tweets zu erzeugen mit einer künstlichen Intelligenz, die aber unterschiedlich sind. Ne? Das ist schon ein relativ hartes Problem. Ich weiß nicht, ob das bereits gelöst ist. Ich glaube nämlich nicht. Nummer 4, bitte. Ja, eine Frage zu einem Kriterium, bei dem ich nicht weiß, ob es aufgetaucht ist oder nicht, oder ob ich nur nicht aufmerksam genug war. Und zwar geht es um gleichlautende Nachrichten in Tweets zum Beispiel. Also ich weiß, dass bei Fake News teilweise ganze absatzweise Texte 1:1 kopiert werden und auch manuell sozusagen. Trotzdem kommt mir das auch als ein wichtiges Kriterium vor, um, wie gesagt, einen Einflussfaktor, ist es ein Bot oder nicht, festzustellen. Spielt das in den Studien irgendeine Rolle, die du untersucht hast oder für deine Arbeit? In den Studien kann ich nicht sagen, weil die hatten jetzt immer nur ihre Kriterien mit den Hashtags und so weiter. Was in meiner Arbeit aufgefallen ist, dass es immer wieder, also zum einen, es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, ich will das jetzt nicht retweeten, sondern ich kopiere den Tweet und sage, dass sozusagen mein eigener ist. Aber es gibt tatsächlich bestimmte Formulierungen, die zu Zehntausenden identisch auftauchen. Aber es sind tatsächlich einfach nur Textdatenbanken, die da einfach abgespielt werden. Auch nicht mit politischen Inhalten, sondern, ja, ich weiß nicht, vielleicht sind die dormant oder sowas, ne? Aber keinerlei politische Aktivität zu sehen dort. Und die 2, bitte. Ja, hallo. Auch nochmal vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage zu dem Thema Schweden-Reisewarnung, was am Anfang kam. Wie viel Handarbeit war dabei, die Tweets quasi rauszufinden, die zu dieser Story gehören? Und wie kannst du dir sicher sein, dass du alle gefunden hast? Ich kann mir nicht sicher sein, dass ich alle gefunden habe, insbesondere weil immer wieder Tweets gelöscht werden oder ganze Accounts. Das hat man jetzt auch gesehen, wenn man sich die Daten mal ein halbes Jahr später anschaut oder so, wie viele Accounts inzwischen wieder weg sind. Ich kann mir nicht sicher sein, dass ich alle Tweets gefunden habe, natürlich nicht. Was man halt machen kann, ist sich durchzuhangeln. Man fängt dann an, sowas wie mit Schweden-Reisewarnung und dann sieht man, okay, die ersten und da kommen aber noch andere Begriffe zusammen und hier finde ich nochmal einen Link auf einen Blogpost und dann suche ich mal nach dem und so weiter und so wird die Datenbank immer größer und dann habe ich, glaube ich, 1800 Tweets oder sowas gefunden und versuche die dann so halbautomatisiert zu kategorisieren mit Fake News und so weiter. Das ist sozusagen die Methodik. Das ist eigentlich halbautomatisierte Handarbeit. Genau. Jetzt aber, Fefe. Ich habe eine. Die 1 ist das, bitte. Hallo, hallo. Ja, also ich habe eine kurze Frage und eine Bitte um weitere Daten. Erstens würde ich gerne wissen, wie viel von deinen Rohdaten du veröffentlichen kannst und tust. Und zweitens, dein Beispiel am Anfang mit der Twitter-Timeline, da ging es irgendwie um 2000 Tweets oder 2000 Leute. Und das ist eine Größenordnung, die man häufiger sieht in diesen Debatten. Und da frage ich mich immer, ich habe mehr ungelesene Mails in meiner Inbox, wieso interessieren mich 2000 Leute? Ist das irgendwie, wieso ist das jetzt eine relevante Größenordnung? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Okay, das erste war, ob ich meine Daten veröffentlichen kann. Es gibt tatsächlich eine Guideline von Twitter, die es mir nicht erlaubt, beispielsweise von einem bestimmten Account Zehntausende von Tweets zu veröffentlichen. Es gibt bestimmte Sachen, die man machen darf, da würde ich mich halt, sonst hätte ich jetzt einfach mal so rechtsklick veröffentlichen gemacht. Ich würde das mir nochmal genauer angucken, was ich machen darf und so weiter. Hydrated Tweets heißt das, also sozusagen nicht nur Twitter-IDs zu haben, sondern wirklich eine große CSV-Datei oder sowas, die man dann sich in Excel mal durchklicken kann, kann, glaube ich, bei dem einen oder anderen, der da frisch mit dem Thema ist, schon weiterhelfen. Muss ich halt mal gucken in den nächsten Tagen. Und die zweite Frage war, inwieweit 2000 Accounts einen Einfluss haben? Genau, vielleicht ein bisschen Kontext geben. Ist das irgendwie besonders viel oder ist das üblich oder findest du das eine relevante Größe oder ist das, wieso müssen wir über 2000 reden? Weil mir kommt es intuitiv nicht so viel vor, frage ich mich, ist das,
bei 80 Millionen Leuten sind 2000 Leute nicht so. Das ist halt auch das ein klassisches wichtiges Argument. Ich meine, erstens, es sind nicht alle Leute in sozialen Netzwerken. Dann sind eine Menge Leute in Facebook. Es ist nur ein winzig kleiner Teil davon auf Twitter. Und inwieweit da dann irgendwie 2000 Leute tatsächlich einen Impact haben auf einen politischen Diskurs in Deutschland. Da wird dann immer gesagt, ja, aber auf den in den sozialen Netzwerken sind aber die Aktivisten, die Journalisten und so weiter. Und wenn die beeinflusst werden, irgendwie sowas. Tatsächlich halte ich das für, also die Twitter-Diskussion halte ich nicht für politisch-gesellschaftlich relevant in Deutschland. So, eine Frage schaffen wir noch, das ist die 4. Hallo. Erst kurz danke, weil dein Projekt mir im Studium mich ziemlich gerettet hat. Also danke. Und dann ist mir halt aufgefallen, gerade bei diesen Trollarmeen, keine Ahnung, diese bezahlten, ob du mal geguckt hast in den Accounts, wie oft sich bestimmte Sachen wiederholen. Zum Beispiel haben die ja oft dasselbe Profilbild und dann Accounts mit fortlaufenden Nummern, wenn der erste gelöscht wird oder gesperrt. Dieses Phänomen sieht aber mal generell, das sieht man auch bei wütenden Bürgern, die in den sozialen Netzwerken sind, dann von beispielsweise Twitter gesperrt werden und dann wieder raufkommen und dann packen sie sich hinter ihren alten Usernamen einfach noch eine Zahl hinten dran. Aber ob die Leute tatsächlich bezahlt werden oder nicht, das kriege ich über eine Twitter-API auch nicht raus. Eigentlich müsste man dann fast wie ein Ethnologe sich mit den Leuten unterhalten und gucken, ja, was sie da für eine Agenda haben. Ich finde es aber gefährlich, dann von vornherein zu sagen, die sind bezahlt oder sind vom Kreml gesteuert oder sind künstliche Intelligenzen oder keine Ahnung was. Das muss auf jeden Fall wie eine Debatte sein, die auf evidenzbasierter Forschung basiert. Ja, ich habe die auch nur... Bin ich noch da? Ja. Ich habe die auch nur zufällig gefunden, weil ich das halt gemacht habe damals zur Türkei-Wahl und es halt sehr viele Accounts gab, die immer so türkischen Spam gepostet haben, sich dann aber plötzlich in sehr schlechtem Deutsch in deutsche Debatten eingemischt hatten. Super, dann sollten wir uns auf jeden Fall mal unterhalten. Ich glaube, da können wir uns gegenseitig helfen. Könnt ihr euch gleich neben der Bühne, die Zeit ist nämlich jetzt leider um. Vielen Dank, Michael Kreil. Da geht mehr.